Das ist viel und doch wenig, kommentierte Akosch, nachdem er über alles nachgedacht hatte. Es sieht fast so aus, als kenne diese angebliche Weise nur Gerüchte über Sagun und Chasnar. Er wusste nicht genau, wo die Schlucht im Felsland liegt, und bei den Ruinen schien er nicht einmal an den Erfolg der Unternehmung zu glauben. Und wer genau dieser Weise ist, wissen wir auch noch nicht. Er war den Hantoer wohl schon zur Zeit des Krieges bekannt. Alles klingt nach einem Mitglied der geflohenen Leibgarde Oryopes. Er hat die Jahre in Zrundir wohl dazu genutzt, sich einen Kreis von Untergebenen aufzubauen, der nach und nach immer größer wurde. Jetzt ist er der unumstrittene Anführer, ja geradezu ein Herrscher. Das erklärt nicht, woher er von Sagun und Chasnar wusste, und auch nicht, woher er die ermordeten Zykala kannte. Dennoch wissen wir mehr als vorher, und das Blut war auch nicht zu verachten. Du hattest wohl weniger Glück. Leider. Aber ich fühle mich trotzdem besser. Akosch sah zur Sonne hinauf und überschlug im Geiste den Weg, der noch vor ihnen lag. Wir werden wohl erst gegen Mittag bei Haya und Sara eintreffen. Umso besser. Dann haben sie genug Zeit zum Reden. Ich hätte nicht geglaubt, dass du Haya eine solche Aufgabe zugestehst. Sie ist eine Mittelländerin. Das spricht gegen sie. Ist aber in diesem Fall von Vorteil. Sie weiß, dass Sara kaum Ahnung von dem Krieg hat und wird die richtigen Worte finden. Noch vor kurzem wolltest du nicht, dass Sara auch nur das Geringste erfährt. Lennis blieb stehen und sah Akosch fest in die Augen, so daß ihm schauderte. »Die Zeiten ändern sich, Schmied. Die Verschwörung gegen das Sichelland hat weit größere Ausmaße angenommen, als ich anfangs dachte. Bald wird jeder wieder von den dunklen Zeiten sprechen, und die Menschen werden sich an das erinnern, was war, weil sie dazu gezwungen werden, durch das, was heute vor sich geht. Sie würde einen großen Teil dessen, was sie jetzt von uns und von Haya zu hören bekommt, ohnehin bald in Form von Gerüchten und wahrheitsverdrehenden Märchen erfahren. Sie ist nur eine Mittelländerin, Akosch. Aber im Augenblick ist sie auch meine Dienerin, und ich würde es gar nicht schätzen, wenn sie mit falschen Vorstellungen herumlaufen würde oder weniger Ahnung von meinem Volk hätte als ein Schafhirte im Mongegrund.« »Wie hat sie reagiert?« fragte Lennis, als Haya ihr später das Mittagessen servierte. Sie und Akosch waren gerade erst zu Oras Haus zurückgekehrt und hatten sich gewundert, als sie nur die Hausherrin in der Küche vorfanden. Schnell erfuhren sie, dass Lennis Dienerin sich nach dem Gespräch mit Haya ins Schlafzimmer zurückgezogen hatte, um sich ein wenig hinzulegen und über all das Gehörte nachzudenken. »Sie war erschüttert, Herrin. Ein so herzensgutes Mädchen wie sie kann sich wohl die schändlichen Taten, die damals begangen wurden, nur sehr schwer vorstellen.« »Sara ist härter im Nehmen, als wir denken«, widersprach Akosch. »Und auch wenn sie von Natur aus sehr sanftmütig und freundlich ist, so hat sie doch auch schon Einblick in die andere Welt erhalten, die blutig und böse ist. Und sie ist auf dem besten Wege einzusehen, dass sie dieser anderen Seite nicht auf ewig entfliehen kann.« »Sie hat sich auch sehr für die Partie interessiert«, fügte Haya noch hinzu. Akosch und Lennis horchten auf. »Ach, hat sie das?« hakte Lennis nach. »Ja, Herrin. Sie hat mich zwar nicht ausgefragt, aber ihr Blick, als ich von den Bati sprach, nun, sie wirkte zumindest fasziniert.« »Das ist kein Wunder«, tat Lennis die Bemerkung ab. »Düstere Mythen haben den Menschen schon immer gefallen, auch wenn sie es nicht zugeben. Wenn ein Toter auf der Straße liegt, so finden das alle abstoßend, aber dennoch stehen sie um ihn herum und begaffen ihn.« »Aber eigentlich ist Sara nicht so«, wandte der Schmied ein. »Menschen können aus ihrer Haut nicht heraus, zumindest nicht vollständig.« »Lassen wir das jetzt. Akosch, sagtest du nicht, du würdest dich heute Abend noch einmal mit Frei treffen?« »Ja, richtig, aber erst bei Sonnenuntergang. Mit etwas Glück bringt er die Landkarte mit. Möchtest du mich begleiten?« »Nein, aber ich werde dir das Schreiben für Menrir mitgeben. Finde jemanden, der es zuverlässig zu ihm bringt, und spare dabei nicht an Gold. Dieser Brief ist wichtig. Und achte darauf, dass du nicht zufällig Alga über den Weg läufst, und am besten auch sonst nur so wenigen wie möglich. Dieser Schnüffler wird noch früh genug herausbekommen, wo wir wohnen.« Vier Tage vergingen, in denen sich Akosch, Lennis und Sara beinahe vollständig in Oras Haus aufhielten. Ein Blick auf die Landkarte, die Akosch tatsächlich von Frey erhalten hatte, war enttäuschend. Kaum Wege waren eingezeichnet, auch keine besonderen Orte,
und bei dem Verlauf des Flusses hatte der Zeichner schlampig gearbeitet. Auffällig war nur die große Ruine im oberen Teil der Karte, doch deren Position kannte Lennis auch ohne Hilfsmittel. »Damit ist uns kaum geholfen. Ohne einen guten und genauen Plan würden wir zu lange brauchen, um alle Orte zu finden, an denen sich die Handhoher verbergen könnten.« »Glaubst du denn nicht, dass sie in der alten Burg sind?« »Einige bestimmt. Trotzdem ist es zu unsicher. Wir haben keinerlei Anhaltspunkte und müssen uns auf gut Glück durchs Gelände schlagen. Diesen Ausflug werden wir also verschieben, bis wir genaueres wissen. Ich wüsste zu gern, was sie dort treiben. Aber niemand scheint etwas zu wissen. Nicht einmal der tote Handhoher, der uns von dem Weisen berichtete, hatte eine Ahnung.« Und so waren sie bei Haya geblieben. Sarah hatte inzwischen schon einiges über die Zähmung und Pflege der Wildvögel gelernt und beschäftigte sich viel mit den Tieren, wenn sie nicht gerade in der Sonne saß und Näharbeiten erledigte oder Haya im Haushalt half. Akosch widmete seine Aufmerksamkeit in dieser Zeit vor allem ihren Waffen. Abends wanderte er dann meist nach Gal, um sich mit Frey zu treffen. Dieser hatte aber kaum Neues zu berichten, außer dass Algar, der Bote Logs, weiter in Richtung Tau geritten war. Als sich auch der fünfte Tag ereignislos dem Ende neigte, saßen Akosch, Lennis und Sarah gerade vor dem kleinen Kamin und polierten ihre Klingen, als von der Haustür aus, vor der Haya gerade das Laub zusammenfegte, ein Freudenschrei ertönte. »Den Mächten sei Dank, du bist wohlbehalten zurück«, rief sie. »Langsam, mein Liebling, du erdrückst mich ja«, drang jetzt Oras Stimme durch den Hausflur. Gleich darauf trat er in das warme Zimmer ein. Sein Umhang hatte etwas unter der Reise gelitten, und seine Stiefel waren staubig und mit verkrustetem Lehm bedeckt. Der Vogelmann selbst sah zwar müde und erschöpft aus, wirkte aber zufrieden, als er sich vor Lennis verneigte. Hinter ihm folgte eine strahlende Haya. »Du warst schnell. Eigentlich fast zu schnell im Anbetracht der Strecke«, bemerkte die Zykala. »Die Pferde Shanguins sind nicht die schlechtesten«, nickte Oras, »und ich hatte großes Glück. Ich musste nämlich gar nicht bis Zarkas reiten. Der hohe Talmir, oberster Diener des Himmels, hielt sich in Askarian auf.« »Du hast ihm eine Botschaft überbracht?« »Das habe ich. Der Herr Talmir brachte auch sofort seine Erleichterung über euer Wohlbefinden zum Ausdruck und trug mir auf, euch dies mitzuteilen.« Ungeduldig verdrehte Lennis die Augen. »Schön. Und sonst?« Oras griff in eine seiner Umhangtaschen und zog eine Pergamentrolle hervor, die von zahlreichen Siegeln bedeckt und zusätzlich mit einem dunkelblauen Samtband verschnürt war. Als sei es die selbstverständlichste Geste überhaupt, sank Oras auf ein Knie, neigte den Kopf und hielt Lennis die Rolle mit beiden Händen hin, während er mit seltsam feierlicher Stimme sagte: »Alokamenit bensai, juvalto talmir, itmandera sonjeven, validjasa akzarek. Miltamen Kadondamu.« Ohne mit der Wimper zu zucken, nahm Lennis das Pergament und machte eine beiläufige Geste, die Oras erlaubte, wieder aufzustehen. Mit ihrem Dolch löste die Zykala die Siegel und zerschnitt das fest verknotete Samtband, so daß das Schreiben des hohen Priesters sich von selbst entrollte. »Wir werden noch heute Nacht abreisen«, sagte sie, nachdem sie den kurzen Brief überflogen hatte. »Wie sieht es zurzeit am Westbogen aus, Oras?« »Die Wachen sind aufmerksam, aber nicht wirklich beunruhigt. Im Tage wie auch in der Nacht stehen je zwei Männer zu beiden Seiten des Bogens. Sie leben dort in einer alten Hütte.« »Und der Übergang durch das Nadeltor?« »Sie scheinen bis heute nichts davon zu wissen. Solange es dunkel ist, kann man es ungesehen passieren.« »Gut, wir werden so schnell wie möglich aufbrechen. Wenn wir die Grenze nicht vor Sonnenaufgang überschreiten, geht uns ein voller Tag verloren.« Sie nahmen nur den notwendigsten Teil ihrer Ausrüstung mit, denn Lennis duldete keinerlei Verzögerungen oder Behinderungen. »Wir werden bald hierher zurückkommen. Eigentlich hättet ihr beide ebenso gut bei Oras bleiben können, aber wer weiß, was unterwegs wartet. Gerade in der Nähe des Bogens dürfen wir keinen Handhoher lebend entkommen lassen.« So fiel der Abschied vom Vogelmann und seiner Frau auch nur sehr knapp aus, und kaum eine Stunde nachdem Oras von seiner Reise in den Norden zurückgekehrt war, marschierten seine Gäste schon durch die Nacht in Richtung Valahir. Die Straße zum Westbogen führte durch Gal, jedoch gab es einen holprigen und halb zugewachsenen Pfad, der im Wald nach Nordosten abbog und später wieder auf den eigentlichen Weg stieß. Eine Abkürzung war es nicht, da man dort nur langsam vorankam, doch Lennis wollte nicht das Risiko eingehen, von allzu vielen Neugierigen beobachtet zu werden.
Auch wenn Algargal verlassen hat, wäre es gefährlich, wenn man dort wüsste, wo wir hingehen. Also gibt Acht, dass uns niemand beobachtet oder folgt.« Sarah hatte sich den bevorstehenden Weg auf der Karte angesehen und sich gefragt, wie sie innerhalb einer Nacht eine solche Strecke bewältigen sollten, von der ja ein nicht unwesentlicher Teil durch das unwegsame Gebirge führte. Umso erstaunter war sie, als sie feststellte, dass zwar bald links und rechts hohe Berge aufragten, sie selbst aber durch einen ebenen und gut passierbaren Talabschnitt wanderten, auf dem sie unerwartet zügig vorankamen. »Hier werden unerfahrene Wanderer in die Irre geführt«, erklärte Arkosch im Flüsterton. »Wer noch nicht hier war, glaubt meist, dass er so bequem bis Shanguin spazieren könnte. Aber kurz vor dem Westbogen steigt der Weg steil an und wirft die Ungeübten schon meist vor der Grenze aus dem Rennen. Selbst ein Esel hat dort kaum eine Chance. Hinter dem Bogen beginnt dann das eigentliche Martyrium. Aber deswegen musst du dir keine Sorgen machen.« Zweifelnd sah Sarah zu den sich drohend erhebenden Felsmassiven. »Es gibt Pfade, die so gut wie niemandem bekannt sind. Nur wenige Sichelländer wissen davon. Sie dürfen nur in absoluten Notfällen benutzt werden, um sie weiterhin so gut zu verbergen. Dort kommt man schneller und mit weniger Anstrengung voran. Das Nadeltor gehört dazu, und es ist die einzige Möglichkeit, den Kontrollen am Westbogen zu umgehen.« Kaum hatte er das ausgesprochen, blieb Lennis ruckartig stehen und wirbelte herum. »Wenn du jemals mit irgendjemanden über diesen Weg sprichst, dann werde ich keine Gnade kennen, das schwöre ich dir«, zischte sie Sarah zu. »Du weißt zu viel, als dass ich dich gefahrlos bei Oras hätte zurücklassen können. Wir müssen immer damit rechnen, dass auch er überfallen wird. Und der Verhörfolter der Handtour wärst du nicht gewachsen. Aber das hier«, sie deutete in die Schatten Walahirs, »ist und war nie für deine Augen bestimmt. Ich hoffe für dich, dass du dafür Sorge trägst, dass dies keine falsche Entscheidung von mir war.« Noch gut zwei Stunden durchquerten sie das Felstal mit eiligen Schritten, bevor die Steigung in Sicht kam, von der Arkosch gesprochen hatte. Der inzwischen aufgegangene Halbmond beleuchtete die Felswand, die scheinbar senkrecht das Ende des Tals bildete. Erst als sie näher kamen, erkannte Sarah den Weg, der sich in engen Schlaufen entlang des Hanges nach oben schlängelte. Allerdings war er so schmal, dass sie hintereinander würden gehen müssen, und zugleich so steil, dass sie an manchen Stellen wohl auch die Hände gebrauchen mussten. Das Ende des Pfads war von hier aus nicht zu sehen. Bei diesem Anblick wurde selbst Sarah, die die Strapazen Saguns und auch frühere Wanderungen durch das östliche Walla hier ohne Murren hingenommen hatte, Angst und Bange. Nach dem hastigen Marsch durch die eisige Nacht wünschte sie sich insgeheim zumindest eine kurze Ruhepause, doch Lennis duldete keinerlei Verzögerung und steuerte direkt auf die mit einem hölzernen Wegweiser markierte Einmündung zu dem Höllenweg zu. Schon nach einer halben Stunde glaubte die Novizin sich am Ende ihrer Kräfte, doch ein Blick nach unten verriet ihr, dass sie noch kaum vorwärts gekommen waren. Aber ihre Herrin trieb sie und auch den bereits ins Schwitzen gekommenen Arkosch unerbittlich an. Durch das enorme Tempo, das die Zügerle den beiden Gefährten abverlangte, zitterten Sarah die Knie und ihre Lungen brannten wie Feuer. Kein Zweifel, sie würde nicht einmal ein Viertel der Strecke zum Westbogen bewältigen können und vorher wohl vor lauter Erschöpfung den Halt verlieren und in die Tiefe hinabstürzen. Einige Meter vor ihr hustete Arkosch, und auch sein Atem rasselte wie eine besonders angriffslustige Klapperschlange. Dann ließ er sich plötzlich mitten auf dem Weg zu Boden sinken und rang nach Luft. »Dem Himmel sei Dank«, keuchte er. »Ich dachte schon, ich schaffe das nicht. War es denn wirklich nötig, so heraufzurasen?« »Wirst du langsam alt, Arkosch? Steh auf, du hast später genug Zeit zum Ausruhen. Nimm lieber das Seil.« Lennis stand direkt vor ihm in einer scharfen Biegung des Pfades. Jemand hatte, wie auch schon einige Stellen zuvor, einen Eisengriff zwischen die Felsen geschlagen, an denen man sich zur Erleichterung hochziehen konnte. Ansonsten gab es hier nichts Bemerkenswerteres als den gähnenden Abgrund, der um sie herum drohte, und der fast unbezwingbaren Wand vor ihnen. Weit und breit war nichts, was diese Stelle von dem Rest der Gegend unterschied, am wenigsten aber ein Anhaltspunkt dafür, dass die Tortur gerade hier ein Ende haben könnte. Sarah kniete nun ähnlich wie Arkosch auf dem Felsboden und war sich sicher, keinen einzigen Schritt mehr tun zu können. »Das geht schnell vorbei«, sagte Lennis beiläufig zu ihr und hielt Arkosch jetzt ein Ende des langen Flachsseiles hin, das sie immer mit sich trug. Immer noch vor Anstrengung hustend befestigte der Schmied den Strick fest an dem eisernen Haltegriff und zog mehrfach daran, um die Sicherheit zu prüfen. Inzwischen war Lennis mit der verbliebenen Rolle bis zum Rand der Klippen gegangen und warf sie in hohem Bogen in die schwarze Tiefe, so dass das Seil jetzt ins Nichts hinunterbaumelte. Arkosch stöhnte.
Bitte, gewähre uns doch wenigstens eine kurze Pause zum Atemholen. Sonst werden wir den Abstieg sicher nicht schaffen.